Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Jo, ich habe mir jetzt gerade den Zopf wieder gemacht, wie man sieht. Und der hängt immer wieder an der Kapuze, blöderweise, jetzt gerade. Okay, die gehen schon wieder auf mich los. So. Die muss richtig treffen lernen noch. Der soll den anderen anvisieren. Hallo, den da. Ach komm, trifft ihn doch. Jetzt ernsthaft. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den auch. Wir müssten die gleich von da hinten kommen. Ernsthaft. Weh, der lädt wieder auf. Ja. Gleich haben wir ihn auch. Jetzt ging es daneben. Jetzt ging es wieder daneben. Ernsthaft. Wir müssen mehr Zielwasser trinken, glaube ich. Jetzt haben wir ihn. So, komm schon. Ja. Ach komm. So. Dann haben wir den jetzt auch. So, und alles mitnehmen. Ich hoffe, hier gibt es jetzt nicht noch mehr von diesen... Guck mal, wie viele Pfeile einfach daneben geschossen wurden. Ich hoffe aber, keine Schamanen sind mehr da. Und uns fehlen noch insgesamt, glaube ich, drei, Alter, wie viele Pfeile hier einfach daneben geschossen sind. So, ich speichere jetzt trotzdem einmal, weil wir schon einige erledigt haben. So, da ist die Maus. So. Gibt jetzt keinen mehr, oder? Hier müssen jetzt alle erledigt sein. Nein, doch nicht. Da ist noch einer. Ich habe zwei gehört. Da! So, beide erledigt. So, die haben aber auch immer gebackene Fleischpanzer bei sich. So, nochmal speichern. Ich hoffe, das reicht. Am Kämpfen. Ich hoffe, hier gibt es nichts mehr. Hier gibt's Gold. Boah, fast wäre ich runtergefallen.
Ne, ich wüsste jetzt aber gerne, wo Xardas ist. Nein, noch ein Schamane. Ich habe keine Lust mehr. So, hier, das sieht eigentlich aus wie eine Straße. Wie ein Weg. Das war, glaube ich, ein Fehler, hier reinzugehen. Schattenläufer oder Säbelzahnkatze? Jetzt haben wir die Wahl. Ich renne an dem vorbei. Tschüss. Okay, auch keine gute Idee, da runter zu gehen. Ich muss an denen irgendwie vorbei. Obwohl da unten bei den Untoten auch keine gute Idee. Noch mehr von denen. Ich will jetzt einfach mal zu Xardas. Wo ist er jetzt? So, ist das jetzt die Straße? Das führt zum Feuerclan. Ich hoffe, wir schaffen es hier jetzt auch durch. Ich speichere hier noch einmal. Ich versuche mal Abstand zu gewinnen. Vielleicht greifen auch die Wolbis uns auch mit an. Stehen bleiben, Mara. Oder ist das hier die Straße? Nein. Wer hat's auf mich abgesehen? Ich raff es gerade nicht. Ich muss unten rum. Ich muss wirklich da unten rum, nicht hier oben. Stecken wir die Waffe wieder ein. Also wieder an der Katze vorbei. Ne, doch nicht. So, dann gehen wir mal über die Brücke. Ich muss da unten rum, gehe ich mal von aus. Ich weiß ja nicht, ob es hier noch einen anderen Weg nach unten gibt. Obwohl, sieht danach aus. Feuerclan. Okay, nochmal so ein Troll. Ich will jetzt endlich mal... Ich will wissen, wo Xardas ist. An dem renne ich einfach mal vorbei. Vielleicht noch mal ein Energy hier trinken. So. Keine Ahnung, wessen Schwert ich da jetzt gehört habe, aber... Ich glaube, wir sind endlich beim Feuerclan. Okay, noch mehr Goblins. Wie komme ich da hoch? Na super. Feuerclan, okay, danach. An denen so vorbei. Ah, hier haben wir die Brücke.
Moinsen. Inos zum Gruße. Freund oder Feind? Ich will wissen, was passiert, wenn ich sage Feind. Freund. Dann komm rein. Hier gibt's guten Schnaps und warmes Feuer. Okay, was machst du hier? Was machst du hier? Ich empfange die Krieger, die von draußen kommen. Sind viele Krieger unterwegs? Sind viele Krieger unterwegs? Ja, wir haben schwere Zeiten, Junge. Die Orks werden immer dreister. Früher mussten sie nur ihre Nase aus ihren Höhlen stecken und haben eins drüber gekriegt. Mittlerweile haben sie sich hier überall breit gemacht. Es sind einfach zu viele. Und was gibt's hier? Was gibt's hier? Kommt drauf an, was du suchst. Wenn du ein paar Orks klatschen willst, wird sich bestimmt wer finden, der dich begleitet. Wir haben natürlich auch Schmiede und Jäger im Dorf. Sie sind nicht so gut wie bei den anderen Clans, aber den einen oder anderen Trick können sie dir bestimmt zeigen. Okay, erzähl mir was über den Clan. Erzähl mir was über den Clan. Wir sind der Feuerclan. Was habt ihr mit Feuer zu tun? Innos ewige Flamme wohnt in unserer Brust und gibt uns Stärke für den Kampf gegen die Orks. Wir haben hier die besten Krieger in ganz Nordmar und die Orks fürchten uns. Geh ins Dorf, es gibt keinen Mann, der es mit dem Mut unserer Krieger aufnimmt. Du wirst sehen. Okay, wenn ich einfach passieren darf. Ich speichere jetzt, wir sind da, wir haben den Feuerclan erreicht. So, wo führt das hin? Hier ist eine einzelne Hütte. Kann ich hier erstmal was brutzeln? Haben wir was zum Brutzeln? Ja, 2 Rohsfleisch, immerhin. Und ein bisschen Leben auch noch aufgeladen. Kälen? Mann, na? Alles in Ordnung? Schon gut. Ich will es gar nicht wissen. Was machst du hier? Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ich soll im Dorf bleiben, damit es nicht schutzlos ist, wenn die Orks kommen. Wo ist das Problem? Wir müssen die Orks angreifen. Dann werden sie es nicht wagen, unserem Dorf zu nahe zu kommen. Weißt du was? Ich pfeife auf den Befehl. Wenn ich Orks sehe, gehe ich sie jagen. So wie es gute alte Tradition in unserem Clan ist. Sag mal, hast du gerade was vor? Wieso? Wieso? Ganz hier in der Nähe haben sich ein paar Orks eingenistet. Ich habe keine Lust zu warten, bis die Krieger wieder da sind. Du willst sie erledigen? Ja, aber ich suche noch Rückendeckung. Bist du dabei? Was gehört noch zu der Tradition? Was gehört noch zu eurer Tradition? Innos und Orks. Das reicht für ein ausgefülltes Leben. Naja, natürlich muss man ziemlich viel trainieren bei so einem Leben. Wie sieht's mit dir aus? Brauchst du noch ein paar Tipps, wie man am schnellsten mit Orks fertig wird? Ich kann sie dir beibringen. Willst du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wie töte ich einen Ork am besten? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Okay, zu wenig Lernpunkte. Schade. Machen wir vielleicht ich das Ich will hier? Die schwere Armbrust effektiver nutzen. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles, dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Okay, einen Punkt haben wir noch. Okay, immerhin. Gehen wir wieder raus, gehen wir mal... Gibt's dahinter auch noch was? Oder das? Achso, nein. Und noch ein Ogerblatt. Hier, glaube ich, fällt man runter. So, aber immerhin haben wir es zum Feuerclan geschafft. So, und Kloster wäre noch ein bisschen weiter, wenn wir den anderen Weg da entlang gelaufen wären. So, ein Schwein. So. Frithjof. Innos mit dir. Du glaubst an Innos? Du glaubst an Innos? Natürlich. Innos hat uns gezeigt, was wahre Stärke ist. Und wie? Der erste König des Flachlandes war einer von uns.
Innos gab ihm Stärke und Macht. Genug, um alleine das Flachland zu erobern. Nichts ist stärker als Innos. Deshalb folgen wir ihm. Okay, mehr kann ich mit ihm nicht reden. So, wen haben wir hier? Thorald. Mann. Alles klar? Nein, nichts ist klar. Wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem? Eigentlich sollte ich da draußen sein. Orks jagen. Ja und? Siehst du, was ich anhabe? Eignet sich wohl nicht zum Orks jagen. Metall wäre angebrachter. Metall wäre angebrachter. Sehe ich genauso. Wo kriegt man eine Rüstung her? Wo kriegt man eine Rüstung her? In meiner Größe? Sie muss extra angefertigt werden. Stena vom Hammerclan ist ein guter Rüstungsbauer. Sprich mit ihm. Was bekomme ich, wenn ich dir eine Rüstung besorge? Was bekomme ich, wenn ich dir eine Rüstung besorge? Das Wertvollste, was ich besitze, ist meine Axt. Klingt gut. Vergiss es. Ich werde dein Gefolgsmann. Mehr kann ich dir nicht bieten. Was versteht man unter Gefolgsmann? Was verstehst du unter Gefolgsmann? Ich werde dir folgen. Egal, wo du in Nordmar auch hingehst. Ich werde dein Leben mit meinem schützen. Solange wir in Nordmar sind. Genau. Ins Flachland bringen mich keine 10 Schattenläufer. Okay, besorg dir deine Rüstung. Ich besorg dir deine Rüstung. Gut. In diesen Klamotten beginnt man an seiner Männlichkeit zu zweifeln. Okay, eine Rüstung für Thorald. Geht's da noch weiter? Ich nehme auf jeden Fall erstmal jede Quest mit, nehme die alle an. So, Morgentau. Das ist, glaube ich, der häufigste Pilz, den man hier findet. Morgentau und hier Krötenwurz. So, Leih? Innos zum Gruße. Hast du Lust, mit mir auf die Jagd zu gehen? Später. Später. War ja klar. Du bist wahrscheinlich auch nur hier, um den Orks den Schädel einzuschlagen. Was soll's? Ich bin halt von Ignoranten umgeben. Wenn du es dir anders überlegst, sag mir Bescheid. Ja, mach ich noch. Gibt's Probleme mit den Orks? Gibt's Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Okay, unternehmt ihr was gegen die Orks? Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Okay, wer ist Kurth? Wer ist Kurth? Er ist unser Anführer. Ihm gehört das große Haus, ganz oben im Dorf. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Kann ich schon, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Säbelzähne. Ich brauche sie für meine Pfeile. Ich habe die alle verkauft, ne? Stör mich nicht. Ich habe die alle verbraucht. Orktöter. Mann, was willst du? So, Kämpfer. Ich würde mich hier einmal hinlegen wollen. Bis es Tag ist, bis zum nächsten Morgen. So, live. Wen gibt's hier noch? Kämpfer, Kriegerin. Wollt nur Hallo sagen, mich einmal vorstellen. Ich bin neu hier. So, hier haben wir wieder Dämonenpilz. Die gibt's auch sehr häufig. So. Lee! Du hier. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem du nicht auftauchst. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Kennen wir uns? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schon gut, reg dich ab. Ich hätte nur nicht mit dir gerechnet. Hier, am Ende der Welt. Wie sieht's aus? Eigentlich hatte ich ja vor, Roba einen Besuch abzustatten. Aber der Feigling hat sich hinter einer Barriere versteckt. Du weißt ja, wir haben da noch was aus der Welt zu räumen. Ja, die Sache mit dem Knast? Die Sache mit dem Knast. Genau. Das wird er noch bereuen. Niemand schmeißt mich ungestraft ins Gefängnis. Auch nicht der König. Ich glaube, es gab keinen Tag in Korinis, an dem ich nicht daran gedacht habe,
Roba gegenüberzustehen. Was hast du vor? Was hast du vor? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Wir? Ich brauche deine Hilfe. Hast du vergessen, wer dich in die Kolonie geschickt hat? Es ist Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der König ist stark. Aber gemeinsam können wir ihn töten. Was hast du vor, wenn der König tot ist? Was hast du vor, wenn der König tot ist? Das werde ich dann sehen. Der Krieg ist eh verloren. Keiner weiß, was dann passiert. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Es gibt Teleportsteine dorthin. Wir brauchen zwei. Einen für dich und einen für mich. Einst gab es in jeder Burg der Paladine so einen Stein. Für den Notfall. Bring sie hierher. Ein Teleportstein für Lee. Ich hab noch einen, oder? Hier. Ne, nach Gotha. Nach Adair, nach Bakaresh, Ben Erai, Sala, nach Braga, nach Lavo, Kabdun, Gotha habe ich zwei Stück, Geldern, Faring, Montera, Morasul, Okara, Redok, Silden, Teleport zum großen Belia-Tempel in Bakaresh. Hier, nach Tempel von Vanguard. Ich habe nur einen. Ich brauche zwei. Ey, aber schön, Lee wiederzusehen. Muss ich ehrlich sagen. So, Kämpfer. Hocktöter. Dann wissen wir zumindest, dass er jetzt beim Feuerclan ist. Aber wenn er eh vorhat, den König zu töten, zu stürzen und so weiter, da können wir uns einfach ganz ehrlich wirklich den Menschen anschließen. Er hat ja nicht wirklich vor. Ah, Kerz, dann. Genos sei mit dir. Du bist ein Kämpfer, kein Pilger. Das sehe ich. Kommst du aus Myrtana? So ungefähr. Dann hast du schon erlebt, was uns noch bevorsteht. Pilger? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Pilger? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Nun, das Innos-Kloster in den Bergen hat früher oft Pilger aus dem Mittelland angelockt. Aber seit dem Krieg ist kaum noch jemand gekommen. Wie komme ich zum Kloster? Wie komme ich zum Kloster? Folge einfach dem Weg unten am Fuße des Dorfes in die Berge. Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Pilger? Nein. Ein junger Feuermagier war vor kurzem hier. Milton! Er ist aber direkt weiter zum Kloster. Er schien es eilig zu haben. Hatte er einen Namen? Milo? Nein. Ja, Milton. Milton. So heißt er. Was steht euch bevor? Was steht euch bevor? Der Kampf um das Überleben der Clans. Orks streifen ungestraft durch unser Land und wir verkriechen uns in unseren Dörfern. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Feuerclan wird sich die Macht unserer Ahnen holen und die Orks aus unserem Land verjagen. Erzähl mir was über den Feuerclan. Erzähl mir was über den Feuerclan. Wir sind die besten Krieger Nordmarks. Wir kämpfen für Innos gegen die Orks. Wieso für Innos? Er zeigte unserem Clan, was es heißt, stark zu sein. Sein Feuer wärmt unsere Hütten und heizt unsere Schmieden. Es ist nur recht, dass wir es ihm mit Orkblut zurückzahlen. Kannst du mich trainieren? Was ist die Macht der Ahnen? Was ist die Macht der Ahnen? In Nordmar gab es schon immer große Krieger, geschickte Jäger und die besten Schmiede der Welt. Die meisten von ihnen haben wir vergessen. Aber die größten von ihnen wurden in Grabhöhlen bestattet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinaus dienen. Wie das? Jeder dieser Helden hat vor seinem Tod einen Ahnenstein angefertigt. Ein Stein von uralter Magie. Die Kunst, sie herzustellen, ist ebenso verloren gegangen wie das Wissen um ihre Herkunft. Die Ahnensteine verleihen demjenigen, der sie an ihren vorgesehenen Ort bringt, die Fähigkeiten seines Erschaffens. Ah, okay. Und was hast du vor? Was hast du vor? Ich habe meine 6 besten Krieger zu den Grabhöhlen geschickt. Dort werden sie alles lernen, was wir für den Kampf brauchen. Ich mache mir große Sorgen. Sie hätten längst zurück sein sollen. Dafür kann es nur einen Grund geben. Sie sind tot. Kann ich helfen? Kann ich helfen?
Vielleicht ist es besser, wenn wir nur einen Krieger schicken. Einen wirklich starken Krieger. Bist du gut genug? Gut genug für was? Dir die Macht der Ahnensteine zu holen. Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Es kann sein, dass du gegen die Geister der Ahnen kämpfen musst. Sie sind zornig. Ein Aber Hammer. Nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal, wir schicken einen. Dich. Eine Axt ist besser als 6 Messer. Sie sollen dir ihren Ahnenstein geben. Okay, wo finde ich die Ahnensteine? Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte. Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Klingt gut. Pass auf, die Toten in Nordmar sind mächtig. Kann man sich schützen? Nein, man muss versuchen, die Toten zu besänftigen. Die Orktöter können dir mehr darüber erzählen. Okay, warum hast du deine Krieger jetzt erst losgeschickt? Die Ahnensteine lagen lange in unseren Truhen, so lange, dass wir ihre Bedeutung vergessen haben. Aber ich hatte einen Traum. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen. Gegen die Orks. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Die Ahnen sind erwacht? Ja. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Du wirst gegen sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber zögere nicht. Sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. Okay, kannst du mich trainieren? Natürlich kann ich dir was beibringen. Ich bin der Chef der besten Krieger von Nordmar. Okay, ich bin übrigens auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Er ist mit den Orks im Bunde. Du weißt, wo er ist? Nein. Und wenn ich es wüsste, würde ich ihn töten. Er hat Innos verraten. Okay, Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, wie töte ich einen Ork? Wo kommen wir? Wir haben einen Lernpunkt. Investieren wir mal da rein. Speichern mal. Würde ich mal in Richtung, hier. Kloster gehen wollen. Versuchen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Milton müssen wir wiederfinden, glaube ich. Ich glaube, von unseren Freunden fehlt wirklich nur noch Milton. Oder? Ich muss jetzt kurz überlegen, wer fehlt denn uns alles? Wir haben Diego, Lester, Gorn wiedergefunden. Lee, Laris, Saturas, Vatras, Riordian, Myxir. Nefarius fehlt uns noch. Ich glaube, Nefarius haben wir noch nicht gesehen. So, hier speichere ich noch einmal. Und Kronos. Kronos fehlt uns auch noch. Keine Ahnung, wo die sind. So, ich renne an denen vorbei. So, und das müsste dann eigentlich in Richtung Dingens gehen, ne? Kloster. Ja, jetzt renn. Okay, jetzt haben wir Ruhe. Natürlich die jetzt auch noch. Ich will nur an euch vorbei.
Ja, das sieht für mich nach Kloster aus. Hyran. Die Wölfe sind weg, oder? Enos zum Große Wanderer. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Ja, welcher neue Magier? Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da, aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Milton ist hier? Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hätte. Was macht Milton in der Höhle? Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Die Höhle der Erleuchtung? Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. Und was machst du hier? Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Ich bin der Auserwählte? Ne, ich sag mal viel Glück. Viel Glück. Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Kannst du mir Zauber beibringen? Kannst du mir Zauber beibringen? Nein. Nur Meister Altus und Meister Dagoth sind mächtig genug, Magie zu wirken. Mit dem Verlust der Runenmagie habe ich alle Magie verloren. Ich kann nur noch Spruchrollen benutzen. Und auch die erschöpfen mich mehr als früher. Hast du es schon mal mit Mana-Tränken versucht? Nein, sie sind hier sehr selten. Hast du welche? Ja. Ja. Kannst du mir 5 davon geben? Dann kann ich endlich wieder zaubern. Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Ich bin nur ein einfacher Diener Enos. Was könnte ich dir schon geben? Was ist mit Gold? Was ist mit Gold? Ich werde sehen, was ich zusammenkratzen kann. Ich will eine angemessene Summe. Ja, mach dir darüber mal keine Sorgen. Du wirst zufrieden sein. Hier sind deine Tränke. Hier sind deine Tränke. Sehr gut. Hier ist dein Gold. Wenn du noch andere Sachen suchst, kann ich sie dir vielleicht verkaufen. Okay, zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Paladin-Rüstung. Noch nicht. Beweise erst einmal, dass du es auch wert bist. Die kann ich mir noch nicht gönnen, okay. Kann ich mir aber auch noch nicht leisten. So, Zähne, Trollhorn, Silberpokale, komm. Mal gucken, was ich dafür noch kriege. So, eine Schaufel, ein schwarzes Trollfell. So, Klauen. Ich glaube, die brauchen wir eigentlich nicht. So, was haben wir hier noch? Wir haben zu viel Schnaps. So, das darf er haben. Die beiden darf er haben. Was haben wir hier? 2 Händer. Brauchen wir nicht. Das Katana behalten wir. Das Schwert kann weg. Die können weg. Die Knüppel können weg. Die Dinger können weg. So. Okay, gehen wir hoch. Also hier ist das auch mit dem Auserwählten wichtig, oder wie? Alchemist? Zeig mir deine Ware. So, Novize. Feuermagier. Hier geht's nach oben. Wo geht's hier hin? Dagoff. Enos zu Große. Was führt dich zur Bibliothek? Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Ich will mich nur mal umsehen. Ich suche den 5. Tempel des alten Volkes. Ich bin auf der Suche nach einem... Ich suche den 5. Tempel des alten Volkes. Hier gibt es keine Tempel.
Nur Eis, Berge und Orks. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Ring. Er wurde vor 1000 Jahren aus der Wüste nach Norden gebracht. Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht findest du etwas in den Chroniken der Herrschaft. Was sind das für Chroniken? Dort steht die gesamte Geschichte unseres Ordens. Vor allem auch aus den frühen Jahren unseres Ordens. Gut, wo finde ich das Buch? In der Bibliothek. Allerdings gibt es da ein Problem. Natürlich. Was für ein Problem? In dem Buch stehen viele Geheimnisse. Deshalb haben wir es durch Magie versiegelt. Nur uns Magiern war es möglich, das Buch zu lesen. Wo ist das Problem? Durch den Verlust der Magie kann niemand vorhersagen, was passiert, wenn wir das Buch öffnen. Du musst sehr vorsichtig sein. Wo finde ich die Chroniken? Sie sind in der Bibliothek. Unterste Etage. Okay. Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ich will mich nur mal umsehen. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. In den unteren Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, wonach du suchst, komm wieder zu mir. Okay. Bring mir etwas über alte Magie bei. Da kann er nur altes Wissen, okay. So wär's das. Eider. Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich forsche. Früher vor dem Zwischenfall mit den Runen war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Kannst du mir was beibringen? Oh ja. Ich habe viele alte Bücher studiert, um hinter das Geheimnis der Magie zu kommen. Aber es ist hoffnungslos. Die Theorie habe ich verstanden, aber mein Geist ist einfach nicht stark genug. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas über das längst vergessene Wissen. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsclan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Okay. Was kann er mir beibringen? Etwas über alte Magie bei. Das brauchen wir alles nicht eigentlich. Vielleicht machen wir irgendwann noch einen Magier-Run. Aber nicht als Let's Play. Wenn dann im Stream oder so. Obwohl Gothic 3 würde sich sogar lohnen, es nochmal, ich glaube zweimal mehr sogar, hier durchzuspielen. Weil man sich ja auch den Assassinen anschließen kann. Und, wenn ich einen zweiten Run mache, dann bin ich definitiv safe ein Assassine. Was ist? Oh, Altos. Wir haben Besuch. Bist du? Nein, das ist unmöglich. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Was? Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt.
Wie denn? Wie denn? Nun, irgendwie, größer. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Wen habt ihr denn erwartet? Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber er hat mir auch von deinen Taten berichtet. Dem Schläfer und dem Kampf gegen den Drachen. Wenn uns jemand retten kann, dann du. Wir werden dir helfen, soweit es in unserer bescheidenen Macht steht. Wo ist Milton? Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Okay, ich bin auf der Suche nach... Kannst du mir was... ich bringe Feuerkelche. Ich bringe Feuerkelche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Ah, okay, zu ihm sind das. Kannst du mir was bereiten? Ich will zu Innos beten. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargot, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst, versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dargot wenden. Er kann dir bestimmt auch ein paar Zauber beibringen. Okay, was bring mir etwas über alte Magie bei. Okay, auch nichts Neues. So. Wo führt das hier hin? Ah, okay. Also Milton ist da unten, also den Gang da. Will jetzt Milton sehen? Ja, erstmal schön eine Rauchgier. Kilian! Niemand kommt zum Heiligtum. Niemand? Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Ich muss zu Milton. Ich muss zu Milton. Ohne Erlaubnis darf ich niemanden hineinlassen. Es ist wichtig. Gut, du darfst passieren. Hä? Okay. So einfach. So, wo haben wir Milton? Und ich hoffe, wir werden hier nicht vorher angegriffen. Milton! Oh, da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Wieso hast du mich erwartet? Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Okay. Was wird hier geschehen? Was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier bist, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Wieso sollte er? Wieso sollte er? Im Moment scheint das Schicksal immer auf dich zu warten. Der Schläfer könnte noch Zufall gewesen sein. Der Drache? Ja, Kinder. Sehr unwahrscheinlich. Du bist was Besonderes und du spielst eine besondere Rolle. Wie bist du übrigens hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Myrtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Hast du die Magie gefunden? Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Okay, was kannst du mir etwas über alte Magie bei? Nur altes Wissen, okay. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Verstehe.
Erzähl mir mehr über die Feuerkelche. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, band man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu wirken. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runenmagie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben. Okay, wie genau willst du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle 12 Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Und dann? Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen 11 Feuerkelche und bringe sie hierher. Warte mal. Wie viele haben wir jetzt? Wir haben 10 von 12. 2 fehlen uns noch. Und hier ist ein Pult. Hier steht nichts Neues. Schade. Wieso geht er da rein? Kann ich jemand das machen? Nein, ich bin nicht bereit dazu. Okay, also es wird hier nochmal extrem wichtig herzukommen. Okay, wenigstens haben wir Milton wieder gesehen. Muss ich vielleicht die Feuerkelche erstmal vollständig haben? Ist das die Bibliothek? Olivier! Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich biete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein, für mich ist eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Okay, kannst du mir was beibringen? Ich bin ein guter Kämpfer. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, der kann nur Stärke. Ich finde es gerade schön, dass die Kamera wieder so super ist. Kann ich irgendwie eben kurz was machen, damit... Ich setze mich vielleicht einmal auf den Thron. Und dann wieder ab. So, jetzt ist die Kamera wieder normal. Altus. Was ist denn da? So, ich sehe hier nichts. Ist das die Bibliothek? Darf ich überhaupt sein? Wie tief runter geht's denn? Okay, da unten ist schon das Ende. Ich kann mich nur auf die Hocker setzen.
So, hier haben wir eine alte Truhe. Ist hier sonst jemand? Buchständer? Roba versteckte sich in einer Höhle. Doch das Biest spürte ihn auf. Und Roba griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es und tötete das Biest mit einem Hieb. Altes Wissen 97. So, was gibt's hier? Hier steht nichts Neues. Ey, das wäre schön gewesen, wenn hier komplett was Neues wäre. Hier steht was über Alchemie. Okay, Alchemie nochmal erhöht. So, die Chroniken der Herrscher. Speicher mal, bevor ich das lese. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Yo! Da! Da! Oh, da! Alter, was? Da! Jetzt bin ich am Arsch. Da! Ich steck fest. Jo, okay, das war überraschend. Ein Dämon und Untote greifen mich an, weil ich das gelesen habe. Ja, interessant. Sehr interessant. Wir wissen auf jeden Fall Feuerclan. Aber Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung ich jetzt erstmal gehe. Ich werde das nicht nochmal lesen. Nicht jetzt zumindest. So. Geh nochmal nach oben. Ich glaube, wir sehen zu, dass wir vielleicht die Wüste erstmal befreien. Komplett. Dann weiter nach oben gehen. Also nach Norden gehen dann. Nach und nach. Und alles dann nach und nach befreien. So, wo führt das hier? Geht es auch weiter nach oben? Nee. Ich glaube, es war wirklich vielleicht ein Fehler, zu früh das zu lesen, das Buch, weil die Dämonen gekommen sind. Aber ich glaube wirklich, wir fangen an, einfach mal alles zu befreien. Dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.